Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Obergräbach. Mit diesen, wir sind ja hier plötzlich stehen geblieben beim Pflügen, also beim Feld anlegen. So, da wir mal rumschnipseln. Echt überlegen, ob ich ja, ich weiß nicht, wie lange Pappeln brauchen zum Wachsen. Muss ich über den Winter über Pappeln anlegen, halt. Muss ja schon wieder was umstellen. Ja, zack, zack. Kurs laden den da. So, Hammer. Kann für alles aussehen, weil. An. Jupp. So, jetzt mal hier F1 und Z. So, und zack. Und los geht's. Jetzt funktioniert das alles. Ja, wo die letzten Meter noch pflügen hier. Dann werden wir die Sämaschine schnappen und der Gras drauf drillen. Und haben wir es gleich geschafft. Viele Bahnen haben wir endlich mehr. Und mit dem frischen Gerät klappt das so. So, sieht es doch schon mal ganz gut aus, was wir fabriziert haben bis jetzt, würde ich sagen. So, hoch der Stuhl. Rumgelenkt wieder. Und die in die Richtung gefahren. Und Rückwärtsgang. Damit wieder eine Bahn näher dem Ende zu. Kalken kann ich leider noch nicht, weil ich keinen Kalkstreuer habe. Und das Geld, was ich mir da oben erwirtschaftet habe und teils vom Kredit bleibt, das brauche ich. Weil ich habe noch Kredit am Laufen. Und damit muss ich so weit kommen, bis ich ja die Ernte durchhalte. Bis zur Ernte durchhalte, sag ich mal so. Und
Und da muss ich einen Teil der Ernte muss ich einlagern für meine Hühners. Und einen anderen Teil muss ich dann hier sehen, dass ich verkaufe und genug Kohle bei rumkommt. Ja, pro Hühner muss ich dann mal gucken kurz. Zack. 4 Liter. Oh, nächste. Und Gesundheit sind wir bei 40%, das sieht doch schon mal gut aus. Jetzt machen wir mal bei 37%. Ja, Futter ist noch gut gefüllt. Gut. Da müssen wir mal gucken wegen Futter. Und weiter geht's. Geht ihm. Gut aus, das passt bis hierhin. Heben wir aus. Das ist mein Schirm. Los geht's. Wir nähern uns langsam aus dem Ende. Mit viel Glück und 40 Grad Fieber schaffen wir es dann demnächst hier die Trille anzusetzen. Die Folge, gucken wir mal, ob wir es die Folge schon schaffen. Die eine wäre als wünschenswert, andere müssen wir beeinflussen, wenn es nicht so ist. Aufpassen, sonst zu weit fahren. So. Delay.
Genau. Also das sieht so aus. Jupp. Den letzten Streifen hier. So, Hammer. So, F1 und Z. Und aus. So, GPS können wir auch ausmachen. Das war. Linienzeige aus. So. So kommen wir in Gruppers einen tiefen Flug sauber machen und dann sozusagen quasi als auch am Hof einlagern erstmal, weil Flügen und sowas mache ich erst an nach der Erntesaison. Obwohl, ich wollte aber mal gucken. Fällt mir gerade auf. Ballentechnik war es, glaube ich. Ist denn das Teil? Ist das das Ding? Ja, hier. 100.000, was kostet das Ding in der Miete? 5.000 im Hackschnitzel zu machen. 200 PS brauche ich. Mein hat 280 PS, also müsste es schaffen. Rein theoretisch, ich hänge am Tor. Rein theoretisch müsste man schaffen. Mit dem Teil. So könnte man Pappeln machen über den Winter. Das ist ja ganz systematisch dann hier. Frage ist, wie schnell wächst das Zeug? Das kostet mich noch ein Feld. Gucken wir mal ganz kurz, was mich noch ein Feld kostet. Ein kleines ja nebenan. Feld 15 zum Beispiel, was würde mich das kosten? 40.000. Was ist denn da drauf auf der? 15 ist jetzt gar nicht drauf. So. Buh, ja. Aber probieren wir Pappeln. Was brauche ich denn zum Pappeln setzen? Hahaha. Maschinen ist das damit? Pappeln. Sonst noch was, mit dem ich Pappeln setzen kann bei der Sämaschine? Nee. Nee. Das ist gar nicht so einfach. Erstmal hier daneben hin. So, die Sämaschine hingetackert. So schön stock und dunkel. Da. Pappeln braucht schon extra Sämaschine. Ja, die könnte man ja mieten. Frage ist, wie viele Kisten Pappelsetzlinge brauche ich dafür? Hier ist eingestellt Raps. Ein Rapsgesetz, bestimmt auch im Feld. Krass.
Licht hier an. Mal sehen. Zum Kuhstall hoch, da war die Ausfahrt. Das ist der Schweinestall. Dann falsch gefahren. So dunkel und die Sonne ballert mir genau auf den Monitor, da ist zum Kotzen, ich sehe fast nichts. So ein Kuhstall, die ging hier irgendwo raus. Genau das Tor. Nachher 0 Uhr dann, ob wir uns das Feld mit Pappeln dann leisten könnten. Wir haben nur eine Pappelsetzmaschine, mieten bloß natürlich, und dann fangen wir an noch mit Pappelsetzen. Aber dann müssen wir schnell abwarten, was ja, wie man schon sagt, was die Zeit bringt. Klappen wir schon mal auf. Nochmal an. Alles an. Linie zeigen an und automatisch Arbeitspreis 6,60 Meter. So wie 6,60 Meter das Teil. Und ich habe Versatz drin. Wollte ich gerade sagen. Immer noch Versatz drin. Ziehen wir den Stuhl gerade. So, jetzt hat man drin und so. 6 Meter Versatz 0. So, können wir da arbeiten. Aber ich sehe gerade nichts. So, ich glaube, das Ansehen, das werde ich auf den nächsten Tag hier verschieben, weil ich sehe einfach nichts. So, hier haben wir es. So, fangen wir hier an. So, jetzt gehen wir also rum. Und dafür war es noch zwei Runden Vorgewende fahren, denke ich mal. Oh, ist der kalten Kaffee echt. Das bringt ja fast gar nichts. Es ist stockdunkel, ich sehe nicht viel. Nee, ganz ehrlich, ich gebe es auf hier, ich warte auf den nächsten Tag. Denn ich sehe wirklich fast nichts. Ich probiere mal das Vorgewende hinzuzaubern, aber viel Hoffnung mache ich euch nicht, dass wir das vernünftig hinbekommen. Licht hier auf dem Ding. So, dann bin ich ja Licht gemacht. Und
schon mal rausscrollen und wo hier die Dinger sind vom. So, aber ich komme zum Ende für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.